Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Beta. Danke, dass Sie uns dabei unterstützen, Halo Wars zu entwickeln, zu testen und zu verbessern. Diese Version gibt einen Einblick in unseren laufenden Arbeiten und unterliegt den üblichen Problemen der Spieleentwicklung. Sie werden kleinere und größere Fehler und sogar Abstürze erleben. Einige Features von Xbox Live funktionieren womöglich nicht einwandfrei. Da es sich bei dieser Software um Pre-Release-Code handelt, können wir keinen Kundendienst im üblichen Sinne leisten. Allerdings wird uns das Feedback, das wir durch Sie im Spielverlauf erhalten, dabei helfen, das Endprodukt zu verbessern. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zu unserem Erfolg. Schauen Sie auf http://www.halowaypoint.com/ vorbei, um über die Beta zu diskutieren und uns Ihr Feedback mitzuteilen. Fortfahren. Microsoft Studios 343 Industry Creative Assembly Halo Wars 2. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start und wir haben Runde Let's Test Halo Wars 2. Endlich mal wieder ein Let's Test. Das hier sieht aus wie so eine Spielzeuglandschaft. Gerade so ein bisschen, wie so Modelle. Sieht mega cool aus. Aber ich dachte, gerade ist aufgestanden. Neue Spielkonfigurationen werden heruntergeladen. Willkommen zu Halo Wars 2. Mein Name ist Captain James Cutter und ich werde Ihnen die Grundlagen des Spiels beibringen. Sie sollten die Augen immer auf dem Schlachtfeld lassen, damit Sie auf alles reagieren und entsprechende Strategien entwickeln können. Mit dem linken Stick können Sie sich bewegen. Mit dem rechten Stick drehen Sie den Blickwinkel. Ich weiß nicht, was passiert ist. Hey, ich wollte es auch nicht, hä? Er hat mich dazu gezwungen, hä? Ich wollte eigentlich nur spielen, ne? Vorbereiten, ne? Fängt der Tupper an, ey. Hallo. Ja, ich möchte ja reden. Ja, das hatten wir schon. Ja, das hatten wir auch schon. Sehr schön. Wisst ihr, ich denke nur an euch. Ich zeige euch alles zweimal. Ja, soweit waren wir. Können wir jetzt. Halo Wars 2. Willkommen zu Halo Wars 2. Mein Name ist Captain James Cutter und ich werde Ihnen die Grundlagen des Spiels beibringen. Sie sollten die Augen immer auf dem Schlachtfeld lassen, damit Sie auf alles reagieren und entsprechende Strategien entwickeln können. Mit dem linken Stick können Sie sich bewegen. Mit dem rechten Stick drehen Sie den Blickwinkel. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie Einheiten auswählen. Einheiten müssen ausgewählt sein, um Ihnen Befehle erteilen zu können. Sie können Einheiten auswählen, indem Sie den Zeiger über sie bewegen und die A-Taste drücken. Halten Sie die A-Taste gedrückt, um mehrere Einheiten auszuwählen. Sie können auch RB drücken, um alle Einheiten auf dem Bildschirm auszuwählen. Okay. Sie können Ihre Einheiten auch verwalten, indem Sie sie Gruppen zuweisen, die Sie mit dem Steuerkreuz auswählen. Sobald Sie Einheiten ausgewählt haben, können Sie mit der X-Taste Befehle erteilen. Zum Beispiel bewegen, Angriff auf Feinde, Gebäude besetzen und erobern von taktischen Punkten auf der Karte. Wenn Sie Ihre Einheiten aus einer Garnison herausholen wollen, wählen Sie das Gebäude mit A aus und schicken Sie die Einheiten mit dem Radialmenü heraus. Okay. Dafür ist es wichtig, dass Ihre Basis stets mit Nachschub und Energie versorgt wird, damit Sie Ihre Wunscharmee aufbauen können. Mhm. Nachschub und Energie finden Sie in Kisten auf dem Schlachtfeld oder indem Sie Blutsväter-Energieknoten erobern und halten. Mhm. In Ihrer Basis können Sie zusätzliche Gebäude errichten, die Infanterieeinheiten, Fahrzeuge, Lufteinheiten oder Spezialeinheiten produzieren. Sie beginnen immer mit einer Basis. Während Sie sich aber auf der Karte umherbewegen, finden Sie weitere freie Bauplätze, um zusätzliche Basen zu errichten. Auf dem Schlachtfeld ist Ihre Basis aber nicht die einzige Unterstützung. Im Kommandobaum können Sie sich verschiedene Fähigkeiten ansehen und freischalten. Auf den Kommandobaum können Sie von überall im Spiel mit der Ansichttaste zugreifen. Jede freigeschaltete Fähigkeit steht Ihnen über das Kommandofähigkeiten-Menü zur Verfügung, auf das Sie mit dem linken Trigger zugreifen. Eine der hilfreichsten Kommandofähigkeiten ist Heilen. Gehen Ihren Einheiten die Lebenspunkte aus.
Wählen Sie sie aus und setzen Sie die Heilen-Kommandofähigkeit ein, um alle Einheiten im Bereich des Flächeneffekts zu heilen. Mit der Aufrüstung Ihrer Basis verbessern Sie in Halo Wars 2 Ihre Tech-Stufe. Okay. Höhere Tech-Stufen ermöglichen Ihnen den Kauf fortschrittlicher Einheiten, Upgrades und Gebäude. Sie rüsten Ihre Basis auf, indem Sie das Zentralgebäude auswählen und die Option Basis aufrüsten oben im Radialmenü nutzen. Mhm. Was ist das denn für ein Fahrzeug? Wenn Sie bereits mehrere Basen haben, wird Ihre Tech-Stufe durch die am stärksten aufgerüstete Basis bestimmt. Dazu hat jeder Gebäudetyp seine eigenen globalen Upgrades und einheitenspezifischen Upgrades. Das Kampfsystem in Halo Wars 2 setzt auf ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Fahrzeuge schlagen Infanterie, Lufteinheiten schlagen Fahrzeuge und Infanterie schlägt Lufteinheiten. Bei einigen Einheiten handelt es sich um Kontereinheiten. Mit diesen speziellen Einheiten durchbrechen sie die statischen Schere-Stein-Papier-Regeln. Viel Erfolg. Mhm. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Also wie bei Halo Wars 2 auch. Okay, dann wollen wir mal instant in die Halo Wars 2 Beta. Verbindungs- und Online-Dienst wird hergestellt. Sehr schön. Ich frage, was ich mich so ein bisschen hoffe, ist, dass sie mir als nur noch zwei Charaktere halt haben. Menschen und Eliten und, also Menschen und Allianz. Dass halt jetzt auch irgendwie die Ketzer mit dabei sind. Einzelne Vertretung haben. Okay, ich habe jetzt einfach mal Brute genommen, dass man halt die Ketzer kriegt, dass man die Allianz an sich kriegt, wie hier, dass man die Blutsväter kriegt, dass man auch von mir aus Flatz spielen kann und sowas. Also das ist so mehrere, ich gucke die ganze in die Webcam, das macht überhaupt keinen Sinn, man sieht mich gerade überhaupt nicht. also es mehrere Möglichkeiten halt so gibt. Mr. Lafone, Spartan 24401. Feindlichen Basen zum Sieg. Vernachlässigen Sie nicht die Kartenressourcen. Mehr Ressourcen bedeutet mehr Einheiten. Für effektive Angriffe sollten Sie die Einheitsfähigkeiten mit denen Ihrer abstimmen. Okay. Die Sache ist halt nur, ich spiele jetzt zum ersten Mal. Ich dachte, man spielt so ein bisschen Kampagne. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass man jetzt online dödelt hier. Wie toll. Sein Zahl, bitte rein. Rein. Alte Wahrheiten verbergen sich unter diesen Ländereien. Okay, ich möchte jetzt starten, bitte. Anscheinend sind die Menschen stärker. Ich spiele aber lieber Allianz. Okay. Was ist das denn? Okay, wir haben unsere Feste hier. Alright. Alright, okay. Ich habe keine Ahnung, wo könnte man die denn mal. Ich schick die mal hier hin. Okay. So, was ist wofür? Kriegsrat. Apex. Harvester. Zum Erweitern erzeugt Nachschub. Okay, wir machen das hier. Und. Heldenstruktur, global Upgrades. Eine Helden-Super-Einheit. Okay, das erinnert mich. Baut Luft-Einheiten Standard, okay. Ich baue jetzt eins hiervon. Das ist gut. Okay. Also, ich gucke jetzt selber erstmal ein bisschen. Wie gesagt, das ist jetzt auch mein erstes Mal. Oh, hier hinten sind Ressourcen. Hier hinten sind wahrscheinlich auch Feinde. Normalerweise fing man damals mit einem Ghost an. Energieextraktor errichtet. Sehr schön. Ich bin fast begeistert. Okay. Der produziert. Schenken. Ah, ich kann es schenken. Okay. Will ich aber nicht. Das sind meine Energien. Dann bauen wir ein Angriffslager. Wo haben wir denn eigentlich da? Okay, so viel kostet, so viel habe ich gerade. Zack.
Und das könnten wir auf zweite Stufe, wenn wir da unsere... Es ist echt ein bisschen... Okay, boah, dauert das lange, bis wir das abgebaut haben. Was ist denn los? Angriffslager errichtet. Ich freue mich. Okay. Als wenn irgendwas battlen würde hier. Harvester errichtet. Oh, habe ich jetzt zwei Harvester gebaut? Oh. Achso, aber das... Ne, das ist schon richtig, oder was? Ach, der sammelt diese Energie und der sammelt diese Energie. Ach so. Ja, dann mach du mal das hier. Okay, hinten haben wir die Battle-Gruppen. Wisst ihr, die haben wir nicht. Brauchen wir erstmal Stufe 2. Brauchen wir 200 von denen hier. Sprungboots könnten wir basteln. Okay, der ist ein bisschen... Extraktor errichtet. Alter, der ist aber ziemlich schnell, Alter. Alter, wie lange die brauchen, um diese Scheiße einzusammeln. Ja. Also. Puh. Brauchen wir erstmal Stufe 2. Also Energy kriegen wir jetzt genug. Sensorturmgeschütz. Kostet 300, können wir ruhig mal bauen. Ne, warte mal, Sensorturm macht überhaupt keinen Sinn. Recyceln. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Was? Was? Ich hab den Kommandopunkt verdient. Oh yeah. Ey, wir werden so aufs Maul kriegen, ich schwör's euch, Leute. Okay, das Geschützturm ist in Arbeit. Können wir jetzt? Kann ich jetzt, gut. Dann rüsten wir das auf, dann können wir nämlich Jäger ausbilden. Keine Ahnung, warum ich Jäger brauche. Ach, wir können Strahlkanonen geben. Ach du Scheiße. Boah, das kostet 450, was ist denn falsch mit denen? Ich brauche eine zweite Festung. Die geht nicht anders. 300. Zack. Okay. Infanterie Level 1 erforscht. Ach, Level 1 erst erforscht. Was zum Henkers Mahlzeitengeschisse war das denn jetzt? Da, Alter. Elite Ranger. Okay, das ist also noch von uns zu. Außenposten errichtet. Juhu, ich hab einen Außenposten. Und bei dem könnten wir eigentlich ein Kriegsrad bauen und ein Apex bauen. Einfach mal. Ach, wir können hier nicht aufrüsten, oder was? Okay, das bleibt einfach nur auf 2, oder wie? Okay. Cool! Voll cool! Ich bin begeistert! Halt, das sieht aus, wenn er irgendwas battlen würde. Oh mein Gott. Kriegsrat errichtet. Ist das unser Kollege hier? Ich habe keine Ahnung. Okay, unser Kollege ist rot, okay. Okay. Alright. Okay. Alright, okay. Ich habe noch mehr Eliten. Noch mehr Grunts. Okay, hier geht's hier, ne? Oder auch nicht? Position bestätigt. Apex errichtet. Nein, nicht Apex. Position bestätigt. Ihr geht jetzt da wohin, ey. Macht euch schon mal da wohin. Das ist voll toll von euch. Und ihr werdet jetzt, das ist ein, nicht was anderes.
Ihr werdet jetzt, ich hab da jetzt noch was zu sehen hier. Da. Geht hier, ne? So. Gucken, was ihr so an Fahrzeugen bauen können. Ah, Reparaturtypi, Flugdinger, what the fuck? Fuck the what? Was ist das denn alles? Kriegsrat, Warlord. Nein, nicht. Lass mich in Ruhe. Scheiße, ich muss sehr schnell ganz viele Leute bauen. Hier. Ich kann nur Kamikaze-Grunts bauen. Warum kann ich nur Kamikaze-Grunts bauen? Warum kann ich nicht was Besseres bauen? Ich kann Choppers bauen. Wir bauen Grunts. Jawohl. Eine sehr gute Idee. Beste Idee einfach. Zitadelle aufrüsten. Bam. Okay. Upgrade. Die labern eine Scheiße. Alright. Jetzt aufgerüstet. Jetzt wird's aufgerüstet. Super. Wir haben zwei Ground Troops. Yeah. Upgrade für erweiterten Extraktor abgeschlossen. Sehr gut, ist der beste Extraktor aller Zeiten jetzt. So, erstmal hier, ne? Wisst ihr Bescheid? Standard und so. Jetzt können wir Jäger basteln. Wo ist eigentlich... Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Was ich mir jetzt nur interessant wissen würde, wo ist die Anzahl... Upgrade für erweiterten Extraktor abgeschlossen. Nein. Jetzt bauen wir uns das mal einen Jäger hier. Bam. Aber in wo sind die Punkte an Dingern, die ich bauen kann? So, wir machen uns mal zwei Jägertrupps. So ganz geschmeidig. So, was haben wir jetzt hier noch so? Wir haben einen Warlord. Den könnten wir uns schmieden. Ja, genau, was ein Troll unterstützt. Tarnfähigkeit, Projektilabwehr, keine Kampfeinheit. Okay. Die Schnitt zum Kämpfen da, Leute. Die Schnitt zum Kämpfen da. Wir könnten auch jetzt einen Warlord bauen. Also wir haben keine Fahrzeuge, wenn ich das richtig sehe. Da machen wir mal hier. Also unten 18 von 16.